Da wären wir auch schon wieder. Wir haben eine Textnachricht vom Roman bekommen, dass er will, dass wir zu ihm fahren und ihm bei etwas helfen. Und ich würde sagen, da fahren wir jetzt auch gleich mal hin. Aller Geschwindigkeit hin. Ja, wie gesagt, ich habe mich jetzt nur eingeloggt. Siehst du, jetzt braucht er seine Hilfe und... Oh, da ist so eine Nebenquest. Die werden wir noch annehmen. Eine kleine Nebenquest. Und da wären wir. How you doing? Good. Thank you very much. Good. Yes, comrade, I am doing good. There is no I, there is only we. It is a glorious system, comrade. Excuse me? You're excused, comrade. You're excused. Now go and mind self for 50 years. You're a dick. I'm a rich dick, friend. I'm young and rich and loaded. Tell you what, I'm $100 on Uncle Sam, Benjamin motherfucking Franklin. Freedom! This coke is okay. Scheiß Drogensüchtige. Aber so haben wir mal locker gerade mal schnell 100 noch dazu bekommen und kann man sich ja nicht beschweren, oder? So. Gucken wir mal, was der Roman von uns will. Come on, Daddy, what's your problem? I don't have problem. You do. Don't be a dick, man, come on! Where's your Russian friend now, eh? He's not my friend, he's my loan shark! Stop this! What are you? Who are you? Get out of here. What? Yes! My arm! What about you? Help me! Come on, Zubak! Let her! Help me! Get out of here now! And if you come back, I'll kill you! You understand? You forgot this? You have been in pricks? Stranya! Shit. What did you do? He was going to stab me! Now he's going to kill you! Fuck him! Look at this mess! Screwed! Again! You want to know why I'm not living in a nice condo, banging for women? It's because of shit like this! Assholes threatening me! Shut up! Oh, great. Mallory. Hey, beautiful! Yeah, great! Listen, I'm having a bit of a problem at the office. I can't do it. Nico can do it. And what? Well, why would you want me then? Well, screw you then! Great girl. Can you do me a favor? Mallory needs a lift. Can you go pick her up at the Hope Beach subway station? Yeah. Take the cab. She's got a friend with her. Maybe someone you can date. Fuck you. Oh, man, look at this crap. Makeup killed her and everything. Also. Jetzt müssen wir mal zwei Mädels abholen. Abchecken, was da so geht mit denen. An der U-Bahn. Und der Roman hat immer dieses komische serbische Radio. Das mir nicht so gefällt, aber ich lasse hier eh das Radio aus. Weil entweder kriege ich Probleme mit der GEMA oder man versteht mich nicht wegen Radio. Jetzt müssen wir rechts. Und die fahren einfach nicht, obwohl grün ist. Ups, das war ein bisschen zu arg beschleunigt. Ein bisschen zu arg um die Kurve gefahren. Und jetzt steigt ein, Mädels. Get in, ladies. Hey Nico, thanks for coming. I should have known Roman would find some excuse not to turn up. This is Michelle. Hi, how are you? I live on Rotterdam Hill up on Mohawk Avenue. You know where that is? Sure. Sicher weiß ich, wo das ist. Finding America, Nico. Not exactly what I expected. Nico, you know what? You need someone to show you a good time. Michelle, how about you? Mallory, stop it. Come on, you guys. You're both single. You're adults. Take a number, Nico. Hey, I'd like to see you again, Nico.
You look like that kind of guy I want to get to know. You look like you just jumped off the boat, Nico. Handsome man like you should get some new threats. I think he looks fine the way he is. I don't think he even changed out of those things on the journey. How you gonna impress a classy girl like Michelle? I'm easily impressed. I know you are, sweetie. And I just don't get it. Thanks for the lift, Nico. Jo, kein Problem. Thanks. Give me a call sometime. See you soon, Michelle. Jetzt rufen wir den Roman wieder an. Cousin, I dropped the girls off. The friend gave me her number, but I don't think Mallory likes my clothes so much. I know just the place for you. It's on Mohawk in Hull. Go and get something a bit more 21st century. Okay, dann wollen wir uns doch mal neu anziehen und... Oh, shit. Das war nicht so gesund, glaube ich, wie wir in den reingebreddert sind. Ich glaube, der sollte jetzt erst einmal einen Arzt aufsuchen. So, hält man einfach am schnellsten. Und außerdem ist es nicht mein Auto, das ist ja das Auto von Roman. Und du guckst blöd. Geh zur Seite. Jojo, zahlreiche bla 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 bla. So, was suchen wir uns für den Herrn dann aus? Die Hose. Ja, die nehmen wir jetzt einfach und ich würde sagen, da wir noch ein bisschen Kohle haben. Nehmen wir die Jacke da hinten. Genau. Einfach gekauft und wir hauen jetzt ab. Das Auto stand eigentlich vorhin hier. Aber jetzt müssen wir mit Roman telefonieren. Hey Roman, I got some clothes. It looks like they brought the stuff in from the old country, though. We must take what we get. When the big money rolls in, then we will look real classy. Anyway, you have Michelle, classy girl for your arm. You should definitely keep dating her. Ja, ja, vielleicht, wenn ich Bock hab. Mit den Frauen ist das immer so eine Sache. Ja, jetzt haben wir keine weitere Mission gekriegt. Also düsen wir hier ein bisschen rum und hoffen, dass wir... Oh, shit. Oh. Das tut mir jetzt aber leid. Nicht. Ah, das siehst du mal. Hey, Nico. This is Michelle. We met with Mallory, Roman's girlfriend. I remember. What's up, Michelle? I don't normally do this, but I thought you'd probably be pretty lonely having just moved to Liberty City and all. You do not normally do what? You're not making this easy for me, are you? I'm asking you out on a date. I am sorry. I am still not used to how things work here in America. A date would be good. I am getting sick of hanging out with Roman all the time. How about I pick you up from your apartment? That sounds good. See you soon. Jo, aber wir nehmen anderes Auto, würde ich sagen. Und... Oma, du kannst eh kein Auto fahren, komm. Bist zu alt dafür. Kein Wunder, dass die... Oh! Das Auto hätten wir vielleicht auch nicht nehmen sollen. Lern mal ein bisschen Englisch, wenn du schon hier in New York rumhängst. Raus mit dir. Und du? Auch. Oha. Was wollt ihr jetzt? Zur Seite, ey. Lass mich abhauen hier. Oh, nee, ey. Ich hab ein Date. Oh, was ist da los, Alter? Oh, wow, 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 wow. Jetzt krieg ich aber ordentlich auf die Fresse. Hilfe. Ah. Die wollen mich alle boxen. Oh.
Okay, doch nicht. Dann kann ich mir jetzt den, den Wagen da schnappen. Musik erstmal ausmachen und dann würde ich sagen, fangen wir mal ab zum Mallory oder wie die heißt. Ne, Michelle, sorry, sorry, rum was Mallory. Wäre ja die Freundin vom Roman. Ich glaube, das wäre nicht so toll, wenn ich die bumsen würde. Dann würde ich ganz schön Ärger mit dem kriegen. Ich glaube, der fände das nicht cool. What does he want? Oh, I can think what he could possibly want, or why he'd be pissed off, can you? Come on, guys, let's be reasonable. Scheiß auf die Muschi, retten wir Roman. Macht Platz, ich bin im Dienst. Auf die... Oh, shit. Oh, das war uncool. Der fährt auch einen Scheiß zusammen. So wie ich. Platz! Was war denn das für ein Grasshopper? Ich fahr voll den Mist zusammen. Und jetzt aber. Listen, Darden is a good friend of mine. It was a misunderstanding. Hey! Chief! There he is! Keep on fat boy here and I'll talk to him. Our problems with your cousin. I told you to stop. Now it's too late. Jetzt kriegt er nämlich ordentlich aufs Maul. Komm her. Noch eine und dann noch eine und... Noch eine, weil es so schön war. Noch mit dem Kopf und einmal getreten. Und nochmal. Nochmal. So, Caleb, komm her. Fick dich, Arschgesicht. Ah, da Chief Janone. Ja, ja, komm her. Immer diese Beleidigung. Komm. Aua. So geht das. So, jetzt helfen wir mal dem kleinen Roman. You are right, cousin. Yeah. Fine. Fucking lawn sharks, man. If one more of these gangsters tries to... Speaking of shitheads, here's Darden. Come on, my car is over there. Let's get him. You drive. I don't feel so good. Einfach zu geil, speaking of shitheads. Also gut, dann steigen wir mal in Romans Auto ein. Das auch schon sperrangelweit offen steht für uns. In der Hoffnung, dass der Roman sich jetzt endlich mal beeilt. Scheiß Mucke aus. Und Roman ist eingestiegen und ab geht die Post. Um die Kurve. Und da vorne stehe ich noch schon rum. Cruisen. Den kriegen wir noch. Oh, 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 oh. Na komm her. Ich kriege. Einfach durchgebreddert. Und da vorne fährt er auch schon wieder wie ein Begaster, als wäre der Teufel hinter ihm her. Okay, vielleicht. Das reicht ja schon. Nico Bellic ist hinter ihm her. Gleich haben wir dich. Also, oh. Oh, nicht ins Rutschen kommen, das wäre jetzt schlecht. Jetzt, genau, jetzt kommt der scheiß Egger wieder um die Kurve. Und nein, überfährt er den einfach. Oh, jetzt habe ich dem auch noch einen mitgegeben, egal. Der wird's überleben. Und wenn nicht, gut, er hält's aus und um schlechten ist nicht schade. Ja, jetzt, wo verschneie. Oh, 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 oh. Shit. Ah, ich verliere den Kerl.
Geh doch weg jetzt. Stay away from me. Da ist er doch. Egal. Haben wir das Auto da oben geparkt. Hinterher. Und gleich mal ein paar auf die Schnauze hauen. Geh doch einfach auf die Seite, ey. Stay the fuck away from me. Oh! Autsch! Warte, hier. Das. Hast einen Gips um, hä? Hab ich dir das Bein gebrochen. There's what we owe you. Tja. Schiederrecht, Digga. So geht das eben mit euch. Und jetzt ab wieder runter zum Roman. Und fahren wir nach Hause. Ja, du hättest auch wenigstens in der Zeit das Auto wieder reparieren können, echt, ey. Gar nichts machst du, Digga. Ab geht die Post. These men, these Shylocks like Darden, they always try to squeeze you for everything. A man in Europe, another one. Oh, shit, ich hab's kommen sehen. Oh. He live on the Adriatic. Believed I owed him money when I did. Ich sollte ein bisschen vorsichtiger fahren. It made my life impossible. There was no avoiding him. Did you deal with him like you did Darden and Bleeder? He had too many connections for that. I had to leave. He is one of the reasons I came here. And to see your cousin, of course. Of course. We will have no more problems from now on, cousin. It is all plain sailing straight to the top for you and me. We will see if things are that simple. Jetzt regt sich natürlich die Muschi darüber auf. Nico, wo warst du? Ich hab dich nicht gefunden. Ist was Wichtiges dazwischen gekommen? Hast du dich mit üblen Typen eingelassen? Wie sie einfach schon total Bescheid weiß, was ich mache? Komisches Mädel, also die kennt wohl, was ich mache. Jo, irgendwann mal. So, wir haben Roman abgeschlossen und gespeichert und ich würde sagen, wir parken jetzt Romans Auto einfach mal vor unserer Haustür. Kann ja nicht schaden, wobei, nee, wir nehmen uns ein besseres Auto noch und parken dann dort. Nee, das ist ja Romans Auto in grün, das ist ja schwul. Oh Mann, oh, der hat überlebt. Eigentlich wollte ich jetzt, dass ich den... Und du? Ich mach gar nichts. Naja, egal. Oh. Autsch. Ah, ich glaube, ich sterb. Oh, oh. Jetzt krieg ich wieder auf die Schnauze. Die wollen mir unbedingt alle auf die Fresse hauen. Das finde ich gar nicht cool. Denn ich will nicht auf die Fresse kriegen und deswegen renne ich jetzt hier mal so ein bisschen weg, so versuche die ein bisschen abzuhängen, indem ich durch die Menge renne. Lasst mich durch, ich bin Arzt. Oh, das war jetzt natürlich sehr clever. Sind die immer noch hinter mir her, weil das ist die Polizei? Ey, oh, die sind immer noch hinter mir her. Jetzt geht's rund, aber. Au, au, shit, das gibt ja jetzt hier ein Gemetzel. Und ich sehe schon, die schlagen mich K.O. Nur wenn ich mich einmische. Oh, shit. Die Tussi ist immer noch hinter mir her, Polizei. Jetzt versuchen sie die zu... Oh, geil, jetzt fangen sie an, auf die einzuschießen. Und die versucht sich da zu verstecken, oder was macht die jetzt? Oh. Zu gut einfach. Ist der noch drin, oder ist der mittlerweile abgehauen? Oh, der ist mittlerweile abgehauen. Ah, gut, das hätte ich auch getan. Egal. Wir...
werden jetzt hier erstmal eine Pause machen und wir sehen uns dann im nächsten Part. Auf Wiedersehen.